Hallo, meine Süßen. Heute machen wir zusammen diese schicken Armstulpen für den Winter. Die werden ganz einfach von unten nach oben gehäkelt. Außerdem machen wir ein Daumenloch mit da rein. Mir gefällt hier gut das Muster, das Geriffelte. Ihr könnt die Armstulpen natürlich mit jeder Wolle häkeln, die ihr wollt, einfach passende Nadelstärke dazu auswählen. Ich habe heute hier für das Wintermodell normale 100% Polyacrylwolle genommen und wir benötigen dazu noch unsere Häkelnadel Nummer 3,5. Ich würde sagen, wir beginnen. Wir schlagen 30 Luftmaschen an. Die Luftmaschenkette sollte einfach schön ums Handgelenk passen. Also ist gerade wichtig, wenn ihr eine andere Wolle nehmt, einfach schauen, dass die Luftmaschenkette um das Handgelenk passt. Und ganz wichtig, die Maschenanzahl, die ihr hier anschlägt, muss durch 3 teilbar sein, damit sich der Mustersatz danach ausgeht. Wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche. Wir machen zu Beginn 3 Luftmaschen. Diese zählen als erstes Stäbchen und arbeiten jetzt in jede Luftmasche ein Stäbchen hinein. Das heißt, am Ende dieser Runde sollten wir mit den 3 Anfangsluftmaschen 30 Stäbchen haben. Wenn wir die 30 Stäbchen gemacht haben, machen wir in die dritte Anfangsluftmasche eine Kettmasche und arbeiten 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen. In die nächste Masche arbeiten wir ein Stäbchen und jetzt arbeiten wir um dieses Stäbchen ein doppeltes Reliefstäbchen. Zweimal den Umschlag auf die Nadel und dann abarbeiten. Dann sieht das Ganze so aus. Wir lassen jetzt eine Masche frei und arbeiten in die nächsten 2 Maschen je ein Stäbchen. Und um das ausgelassene Stäbchen machen wir wieder ein Doppelreliefstäbchen. Das nächste Stäbchen wieder auslassen und in die nächsten 2 Maschen je ein Stäbchen arbeiten. Um das ausgelassene Stäbchen wieder ein Vorderreliefstäbchen, ein doppeltes Vorderreliefstäbchen, eine Masche auslassen und in die nächsten Maschen wieder je ein Stäbchen. So ist die erste Anfangsrunde. Wir machen das Ganze jetzt bis zum Rundenende. So weiter.
Hier am runden Ende machen wir als letzte Masche das doppelte Reliefstäbchen, die Masche zuvor, und arbeiten in die dritte Anfangsluftmasche eine Kettmasche. So sieht das Ganze jetzt aus. In dieser Runde und auch in den nächsten 9 Runden, also insgesamt brauchen wir von dieser Runde mit den Vorderrelief, doppelten Vorderreliefstäbchen insgesamt 10 Runden. Wir machen 3 Luftmaschen und arbeiten in das erste Stäbchen ein Stäbchen. Ein doppeltes Vorderreliefstäbchen um das Vorderdoppelreliefstäbchen hinten von der Vorrunde. Lassen dieses Vorderrelief-Doppelstäbchen aus und häkeln in die nächsten 2 Maschen jeweils ein Stäbchen. Ein doppeltes Vorderreliefstäbchen um das vordere Doppelreliefstäbchen, das wir gerade ausgelassen haben. Seht ihr das? So verbindet sich unser Vorderrelief-Doppelstäbchen und es wird, gibt dann wie eine Spirale. Also dieses Vorderdoppelreliefstäbchen lassen wir aus und in die nächsten 2 Maschen, das waren in der Vorrunde unsere Stäbchen, arbeiten wir auch nur ein Stäbchen hinein. Und in das ausgelassene Vorderrelief-Doppelstäbchen häkeln wir wieder ein doppeltes Reliefstäbchen. Dieses doppelte Reliefstäbchen lassen wir wieder aus und in die nächsten 2 Maschen je ein Stäbchen. Das Ganze häkeln wir jetzt bis zum runden Ende so weit. Am runden Ende wieder angekommen, häkeln wir wieder die 2 Stäbchen und das doppelte Reliefstäbchen um das Reliefstäbchen, das wir ausgelassen haben, und verbinden das Ganze in der dritten Anfangsluftmasche mit einer Kettmasche. Und so wächst unser Stulpenrunde um Runde. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und arbeiten in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und die Vorrunde wiederholen wir jetzt noch 8 Mal, dass wir insgesamt 10 Reihen mit den doppelten Vorderreliefstäbchen haben. So, wenn wir diese 10 Runden gehäkelt haben, haben wir hier den Schaft fertig gemacht und nun kommen wir hier zum Handteil und zum Daumenloch. Das Ganze ist gar nicht schwer und wir beginnen mit 2 Luftmaschen und arbeiten in jede Masche ein halbes Stäbchen. Also in jede Masche ein halbes Stäbchen und das Ganze 2 Runden lang.
Wenn wir diese zwei Runden gehäkelt haben, kommen wir jetzt zum Daumenloch. Dafür machen wir zwei Luftmaschen für die erste, also für das erste halbe Stäbchen, und danach häkeln wir 6 Luftmaschen. Lassen die nächsten 6 Maschen aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und arbeiten in die 7. Masche ein halbes Stäbchen. Die restliche Runde kommt in jede Masche der Vorrunde ein halbes Stäbchen. Am Rundenende angekommen, machen wir eine Kettmasche in die zweite Luftmasche, häkeln 2 Luftmaschen und in jede der 6 Luftmaschen je ein halbes Stäbchen. Hier in das erste halbe Stäbchen der Vorrunde auch ein halbes Stäbchen und in jede Masche der Vorrunde ein halbes Stäbchen. Das Ganze machen wir danach noch 2 Runden, maschen es ab, vernähen die Fäden und häkeln das Ganze noch ein zweites Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Im nächsten Video werde ich dazu eine passende Mütze machen. Das Video findet ihr hier eingeblendet. Den Kanal könnt ihr hier oben abonnieren. Ich wünsche euch gutes Gelingen und bis bald.